Okay, auf geht's zu dieser mistigen Drecksstelle, die, ja, echt witzlos ist. Und das Schlimme ist, ich muss mich ja jetzt wieder durch diese ganzen Gegnermaßen durchschnetzeln. Ich wollte eigentlich nur meine Seelen haben. Geh, Alter, nimm das Schild runter. So, tschüss. Tschüss, mit Ü. So, versuchen wir es mal. Suicide Run. Sind doch nicht so wenig Seelen, die ich da mit mir rumstelle. Eigentlich. Ich wüsste, wo ich hin muss. Schon wieder komplett vergessen. Da hoch irgendwo. Genau. Und da jetzt dann links. Ja. Da jetzt dann glaube ich wieder rechts. Ah. Schön geheizt sein. Sowieso zu kalt da in der Gegend. Ja, jedenfalls. Wir mich doch noch treffen. War da unten eigentlich schon? Egal. Da nicht nach rechts, da brechen wir ein. Wir laufen da jetzt weiter. Okay, ja, und zwar die Stelle da oben mit diesen Drecksrittern. So Junge, du hast kein Schild, du bist sowas von tot. Die Stelle mit den Drecksrittern erinnert mich ja tatsächlich an Anor Londo mit dem Bogenschützen. So, Köder weg. Und das habe ich damals ehrlich gesagt auch nur geschafft, indem ich durchgerusht bin. Wow, wow, wow. Nice. Okay, ich setze einen Cut, bis wir wieder an der Stelle sind. Yippie! So, da sind wir wieder. Hundeparty. Let it dog out. Das Schlimme ist, ich habe schon wieder so viele Estos Flakons verbraucht. So, ich glaube, das ist der letzte. Kommen dann da noch welche? Nee, das ist der letzte. Den kriegen wir jetzt auch noch down. So. Oh Mann, ich bin nervös. Warte mal, war da jetzt noch einer? Nope. Da unten geht es ja nicht wirklich lang. Wobei, da steht auch so ein dicker Ritter. Vielleicht geht es unten lang. Nee, das ist das mit dem Baum. Da geht es auf gar keinen Fall lang. Ich muss da oben vorbei. Und das ist eine Drecksstelle. Also entweder ich versuche durchzurushen. Ja, wir müssen da an dem vorbei, an dem Bogenschützen vorbei. Und ich glaube, hinterm zweiten Baum können wir uns fallen lassen. Ich versuche es einfach mal. Den Mutigen gehört die Welt. Oh Mann. Lauf, lauf. Ja, da geht's runter. Yes. Folgt uns der jetzt. Bleib oben. Bitte bleib oben. Oh, oh, oh. Ja, Bonfire wäre jetzt richtig geil. Schön langsam. Puh.
Fuigag. Will ich da jetzt rein? Schauen wir uns da draußen nochmal kurz um. Aber wenigstens hätten wir die Stelle geschafft. Ich glaube im Kampf, was ist mit dem Baum los? Ist ein Bonfire da hinten? Nein, das ist ein Shortcut. Wow, der kommt uns nach. Shit. Shit, 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 shit. Wo ist denn das jetzt? Ja klar, das ist ein Shortcut. Da unten links müsste rein theoretisch das Bonfire sein. Ich darf da halt nur nirgends runterfallen. Ja klar, da hinten. Da ist die Brücke, da unten ist das Bonfire. Okay, wir haben den Shortcut, Tibi. Ich muss diese Drecksstelle nicht... Ja, wie er da einfach nachläuft. Vielleicht fliegt er ja runter, hä? Alter, spring! Kommt der über den Baum drüber? I'm a little bit scared. Nope! Idiot! Idiot! Der hat das aber überlebt, den Sturz, oder? Ja, hat er. Naja, gut. Okay, dann hätten wir das. Schauen wir da noch lang. Sich da noch was versteckt? Nope. Aber zum Glück, die Stelle da oben, die ist ja echt mistig. Oh, so. Schon wieder schwitzige Hände. Ich hab Angst, ich bin nervös. Wir brauchen ein Bonfire. Gags. Ah, shit. Zwei Schläge. Wow. Wow. Ich glaub, einzeln sind die nicht unbedingt die Challenge, aber alle zusammen ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was ich haben will. Oh. Nein, echt jetzt. Raus, raus, raus. Scheibenkleister, das sind wieder diese Maden, die an mir dran kleben. Wie kriege ich die weg? Gar nicht, oder? Wie verliere ich jetzt ständig irgendwie? Oh. Ich verliere jetzt ständig konstant. Ja. 9 Estus-Flakons. Das ist doch ein Dreck. Das! Ah, wo kommt denn die her? Schaut euch das an, was ich verliere. Wer hat sich in diese Drecksstelle überlegt? Aber ich glaube, das war's jetzt zumindest. Ja, wenn der Balken da voll ist, habe ich einen massiven Blutverlust. Wenn da jetzt nicht gleich ein Bonfire auftaucht. Ja, es ist irre. Ha, okay, die Maden sind weg. Da hinten sind noch mehr Fliegen. Geht leck. Ich glaube, ich muss einfach nur schnell sein. Bonfire. Bonfire? Ist ein Bonfire? Ist da unten ein Bonfire? Ich brauche ein Bonfire. Ich brauche ein Bonfire. 1, 2, 3. Ich schau mich mal oben um. 5 Estus-Flakons. Ja, da kann man da unten raus. Ah, da ist eine Kette. Da unten dürfte ein Schalter sein, also wir müssen da irgendwie hin.
eh wieder irgendwann. Boah, ich möchte nicht runterfallen. Okay, da geht's. Geht's rüber, da ist beleuchtet. Ich möchte das. Möchte ich das einsammeln? Das ist eh wieder nur irgendwie ein Drecksdingens. Jocheküchlein, hat sich ausgezahlt, oder? Yeah, yeah, yeah. Schön, dass wir so viel Scheiße finden. So. Die gleich einmal weg. Wegholzen. Alter. Bonfire. Und wenn ich mein Schwert kaputt glaube. Ah, da? Schade. Ich könnte mir vorstellen. Oh, oh, oh. Vielleicht da? Nee, das geht gar nicht kaputt. Nope. Da ist ein Bonfire drin. Oh, ich habe Angst. Wow. Okay, da geht's da runter. Nee, da geht's nicht runter. Puh, wo war denn jetzt der Auf... Ah, da geht's rein. Da ist sicher ein Bonfire. Bitte lass ein Bonfire sein. Nein. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und außerdem, es müsste ja jetzt schon langsam ein Bossfight kommen. Also ich glaube, so groß ist ja das DLC tatsächlich nicht. Wobei das Leveldesign ist ja richtig geil. Aber... Ha! Hahaha! Bonfire! Hallo, Lady! Puh! So, 15 ist das Flakons. Erzählst uns du was Neues? Leave us sour. Nee, die will, dass wir dich verlassen. Gut, da oben wird sich jetzt auch nichts Neues getan haben. Aber sicher ist sicher, ich schau mal. Beziehungsweise, was ich auch machen sollte, ist, wir sind zwar da in der Painted World of Ariandel, nicht Aramis, ich glaube, ich habe immer Aramis gesagt, aber es ist ja Ariandel und schau mal, das weißhaarige Mädel, wie du. Thou art Ash. Thou hast a pact made with Uncle Gale. So I wish to tell thee all. Ja, das wäre nett. Behold its size. This is my canvas. It's to be a cold, dark and very gentle place. But first, I must see flame. Sie, Entschuldigung, meine Stimme. Sie ist scheinbar die Malerin dieser Bilder, dieser Gemälde. Bist du Priscilla? Nee, Priscilla ist sie nicht, weil Priscilla hatte ja diesen, das war ja dieser Half-Breed, also zwischen Drachen und Mensch. Und die hatte ja diesen puschligen Schwanz im Gemälde von Aramis. Aber von der Haarfarbe und von der hellen Hautfarbe her könnte das hinhauen. Kann ich an dich ranzoomen? I wish to paint a picture of a cold, dark and very gentle place. One day... It will make someone a goodly home. That's why I must see flame. Alles klar. Sie ist diese ominöse Bildermalerin. So wie es scheint. Na gut. Aber ich muss zurück in dieses Drecksloch. Yippee, bin ich glücklich. Aber eben genug Estus Flakons. Ich mag nicht. So, da hinten ging es runter. Moment, die können wir mal wegknechten. Das Problem ist, die sind nicht One-Hit. Und mir geht ja die Stamina extrem schnell aus, wenn ich ein paar Mal hinschlagen muss. Kann ich die vielleicht von oben wegsnipern, so gut es geht. Da hängen auch welche an der... Da unten dran. Wow, nicht runterfallen, nicht? Shit, jetzt kommt wieder die ganze Meute. Da
Alter, das darf mich nicht erwischen. Dann bin ich gleich wieder infiziert. Scheibenkleister. Ja, und schon bin ich wieder infiziert. Das ist... Ich meine, jetzt... Wow, das war eine Nahtoderfahrung quasi. Nein, schleich dich. Ich brauche Gelsenabwehrmittel. Insektenschutz. Da hinten kommt schon der nächste im Angriffsmodus. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie man diese Dinger wegbekommt. Schaut euch das an, wie eklig. Pfui gack. Ja, ich sage euch was. Überlebe ich den Sturz? Ich glaube, da unten ist ein Schalter. Ich möchte mich, da lebt ja auch alles da unten. Geronimo! Jupp, da ist ein Schalter. Wow, schaut euch das an. Nee, keine Chance. Ich will da raus. Oder ich habe einen Bossfight. Oh Mann. Super, wie viele Estos habe ich jetzt schon verbraucht? Viel zu viele. Okay, Elfriede, denkt nach. Oh, das ist wie in Painted World of Aramis. Ariamis. Da hat sich auch die Säule umgedreht. Und dann erst den Weg freigegeben. Genauso wie da. Diese Säule mit Kind in der Hand. Cool. Gänsehaut der Erinnerungen. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass da unten jetzt der Boss auf uns warten wird. Aber zuerst muss ich mal da... Ach so, juhu, ich muss erst diese Kacke da unten raus. Ever seeking fire. Nein, nein, nein. Ah, fuck you. Scherz, oder? Blutiger Edelstein, was auch immer. Nee. Ich meine, wir können ja... Wo war denn der Ausgang? War da nicht irgendwo? Scheiße, da nicht. Ja, seid ihr komplett irre. Also ich meine, man kann es auch übertreiben mit den Gegnerwellen, oder? Ich schau mal, ob wir da noch irgendwas looten können. Ich glaube nicht. Ich trenne mich schon mal... von meinen Seelen geistig. Da hinten, oh, da hinten ist was Großes zum Looten. Ich nehme auch noch mit. Wilhelm. Oh, Wilhelms Rüstung. Wo war denn der? Der war gegenüberliegend, oder? Oh, fuck you. Ja, Scherz. Das muss doch, Moment mal, ich war auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite bin ich runtergelaufen und da unten war, glaube ich, irgendwo... Shit. 27.978 Seelen. Beim Teufel. Aber ich glaube, da unten war jetzt nichts mehr. Ich meine, schade, dass ich den Aufgang nicht gefunden habe. Aber ganz ehrlich... Nein, ich will dort nicht nochmal hin. Wenn es dort unten irgendwie geilen Loot gibt, der wichtig wäre, sagt's mir Bescheid. Aber ich möchte dort freiwillig nicht mehr runter. Oder möchte ich das? Nein, will ich nicht. Echt nicht. Sorry, Leute. So. Ist da der Ausgang? Okay, dann gehe ich. Ich habe die Schnauze voll von... Okay. Okay. Ich glaube, wir haben den Boss im DLC gefunden.
ob es tatsächlich ist, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Und da rollt schon der erste. Ja, das ist garantiert der Boss. Na dann, erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao, Baba.